Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Guck mal, wer neben mir ist. Hallo zusammen. Ich bin alle 6 Monate hier und ich sehe immer so etappenweise, immer nochmal einen Schritt weiter, nochmal einen Schritt weiter. Ja, du kriegst die Entwicklung immer still mit. Ja. Wir telefonieren ja hin und wieder. Natürlich kriege ich das durchs Telefon nicht mit, was hier so alles passiert. Mittlerweile komme ich schon ein bisschen anders hier rein, ne? Wieso? Wie früher, also keine Ahnung, so. Ich komme an die Tür, denke ich, darf ich jetzt da reingehen? Ach, Scheiße. Quasi wieder Scheiße. Nein, aber man muss auch sagen, das, was du jetzt machst, bis vor 2, 3 Jahren, nimm mal als Beispiel jetzt deinen E500er, ja. Ja, der silberne, mit Kompressorumbau, das, jenes, ne? Mhm. Und das, was du jetzt machst, ist, ja, Tag und Nacht. Ja gut, man fängt die, irgendwo fängt ja, man ja immer an. Aber ganz ehrlich, ja, guck mal, wenn ich das Auto jetzt vor mir sehe, da darf ich natürlich nicht alles zeigen und will ich auch nicht alles zeigen, weil da kommt ja eh alles separat ins Video. Du machst ja nur noch Videos, wenn ein Projekt mal abgeschlossen ist. Ja. Dass er praktisch hier von A bis Z alles einem erklärt. Ja. Und auch sinnvoll. Weil immer wenn du so zwischendrin mal was zeigst, verstehen das ja viele Menschen nicht. Korrekt. Ja, wie so viel Aufwand, so viel Geld und das und jenes, ne? Was es halt kostet. Und deswegen, Der zweite ist ja, ich müsste ja regelmäßig auch dranbleiben und auch Zwischenschritte zeigen, damit die Leute nicht gelangweilt werden. Und dafür habe ich auch nicht die Zeit und die Lust. Deswegen, das stimmt. Dann sagt man lieber, okay, der ist fertig, es funktioniert, zeigt wieder das Resultat, ne? Das Endergebnis. Und lässt die Leute nicht warten, sondern durchstrecke und dann kommt nichts und dann heißt es wieder, es wird nichts fertig. Und ja, ja. Vor allem, wenn du hinterher auch mal am Schluss, wenn du das Auto gezeigt hast und dann einen Preis sagst, dann ist es für viele auch, ja, ist auf scheiße viel Arbeit gut gewesen. Gut gemacht, ne? Ja. Und gut gemacht, es funktioniert. Und wenn du währenddessen Preise erzählen würdest, wenn du immer wieder Videos machst, würden die Leute sagen, hier. Bei einer OP willst du ja auch nicht zuschauen. Du willst ja nach der OP. Kommt drauf an, was für eine OP. Ja, danach willst du ja nur schauen, okay, ist alles wieder zugenäht, sieht gut aus. Ja, ja, genau. Und aber wenn alles offen ist, will keiner. Stimmt, rein, stimmt. Das genau willst du nicht. Auf jeden Fall habe ich mich in eine neue Farbe verliebt. Recht? Ich habe sie immer gesagt. Ja, aber ganz ehrlich, ich würde das gerne vom Heckbereich auch lieber zeigen. Moment. Es ist brutal. Du warst ja nie der Silber-Fan, ne? Also dieses Silber ist, wenn ich jetzt nochmal ein Auto lackiere, dann würde ich das machen, nicht mehr schwarz. Aber ein schwarzes Auto würde ich umlackieren teilweise. Weil mich die Farbe, so wie es jetzt gerade ist, so geflasht hat. Ich bin ja hier reingekommen, bin direkt zu dem Auto. Ja. Aber das ist ja nicht nur einfach die Farbe, das ist ja, wie heißt es? Doch, das ist schon Brillant Silber. 744. Ja, Brillant Silber Metallic, 744. Nur halt im Frisch und mit viel Klarlack kommt es nochmal ganz anders rüber. Ich bin so fasziniert. Und die ganzen Kanten, Konturen vom Auto, die kommen viel mehr zur Geltung. Das zum einen mal, bei Schwarz geht ja komplett alles unter. Ja. Und es sieht echt aus, als wäre es ein Auto von heute. Ja, modern. Ja. Wesentlich moderner, ja. Also ich gucke gerade jetzt hier in die Kamera rein und sage, brutal. Ich zeige euch auch nur oberflächlich Motor. Ja. Aber das ist ja eigentlich kein Kommentar, Ehre, dass du zeigen darfst. Weißt echt? Ja, ne? Ja. Ja, aber das ist doch bekannt, dass du das machst. Ja, aber es kommt eigentlich nichts raus, eigentlich so mehr groß. Jeder weiß ja, aber was ist das? Ne? Das ist der S65 AMG V12 Biturbo. Mehr wollen wir euch auch nicht zeigen. Rest gibt's bei ihm. So. Und dann aber habe ich auch schon gestern, ich war ja gestern länger da, arbeiten gesehen, auch für die E-Klasse war das wahrscheinlich. Ja. Wolltest du einmal hochgehen? Also ich hätte es nicht anders gemacht. Vielleicht hätte ich die Nahtfarbe, obwohl ich die Nahtfarbe auch cool finde. Passt zum Gesamtkonzept. Ja. Weiß nicht, ob ich das so genommen hätte, aber brutale Arbeit. Also das Ding habe ich ja gestern schon gesehen. Und Rafa, ich muss sagen. Was sagst du? Das ist brutal. Schaut mal her. Das ist ja, wie heißt denn die Farbe? Das ist so Mint-Blau-Grün. Mint, also ich habe das Ganze ja versucht, so auf das Petronas Grün. Ja, ja, wie Bremse, an der Abdeckung Bremse, vorne. Alles wird im Petronas Grün und so Akzente damit. Ja, passt auch zum Silber, ja? Fand ich schon, ja. Und hier ist es auch so, falls man das nicht erkennt, auch in diesem Farbton. Und dann halt noch natürlich Carbon, Alcantara, Leder, Alcantara. Da ist die Kopfstützen vom Sitz. Krass. Aber da bin ich gerade jetzt hin und weg, echt, wie das so aussieht. Gefällt dir? Übel. Ja, alles wird ja so. Himmel, Armaturenbrett. Stimmt, Armaturenbrett war auch hier irgendwo, ne? Der war unten. Unten, ja. Ja, habe ich nämlich auch gesehen. Auch die Mittelkonsole und so, ne? Alles komplett, ja. Also, Auto wird gut.
Das wird verdammt gut. Ja. Und da wird ja auch ein spezielles Video dafür, davon gemacht, ne? Ja, ich glaube, da werden schon... Mit allen Erklärungen und so. Ne? Auch Fahrvideos und ich denke mal so mit Drohnenaufnahmen und das wird schon... Da wird Schönes kommen. Man hört zwar nicht viel, aber wenn dann was kommt... Ja, wenn dann kommt dann Platz. Dann wird es eingeschlagen, ja. Dann schlägt es ein wie eine Bombe. Und das ist ja nicht das Einzige, was du gerade machst, sondern das sind ja laufen ja immer noch im Hintergrund mehrere Projekte. Ja. Ich habe ja gestern viel mitgekriegt, ne, was so passiert. Also, ich bin froh, dass er mir noch die Tür aufmacht. Das ist quasi sein Scheiß. Nein, aber das ist schon eine ganz andere Liga, weißt du? So, ich darf ja nicht viel sagen oder ich will ja auch nichts viel erzählen. Es wird nach und nach in den nächsten Zeiten immer wieder was kommen, wo einfach so ein riesen Wow-Effekt. Ja. Und ich. Aber das macht es wahrscheinlich auch interessanter, wenn du lange nichts hörst und dann kommt so ein Resultat. So ein Wow-Effekt und als wenn permanent geredet wird, aber nichts so. Wie soll ich sagen, wenn viel ist, nehmen die Leute es ja auch nicht mehr wahr. Wenn Und wenn die ganze Zeit nichts hören, denken meistens, ich bin weg vom Markt und dann kommt auf einmal. Das stimmt schon. Aber ich glaube, dass du, aber in einem Video kriegst du das nicht jetzt das, was ich hier zeige, die Türverkleidung, zeige ich nachher mal auch da euch das Armaturenbrett und so. Das hätten die Leute auch mal intensiver vielleicht gesehen, weißt du? Ja, ich denke, es wird, wenn so eine Bilderdokumentation noch geben wird, so wie so eine Mappe über die Autos und so, das wird man dann schon ganz anders wahrnehmen. Ja, gut, okay. Du kennst ja früher die Zeitschriften 500e, Feuer und Seide und so. Ja gut, dann durchgeblättert. Ist ja aber ein Unterschied. Ich mache ja auch Videos und erkläre ja auch gleichzeitig, okay, das solltet ihr verwenden, vielleicht das am besten oder für jemand, der das auch nachbauen will. Bei dir ist es ja nicht so. Bei dir, du lieferst ja ein Ergebnis dann. Wo zum Verkaufen steht vielleicht hinterher auch, ne? Oder auch nicht, ja, was auch immer. Wenn du ja Kuchen backst und den du verkaufen willst, packst du ein Rezept ja nicht mit neben dran, oder? Du willst ja den Kuchen verkaufen. Außer ich zeig die Rezepte nur. Außer du verkaufst nur das Rezept, dann geht's ja auch. Nee, also hier sind schon mittlerweile. Und ich bin selbst überrascht, muss ich selbst sagen. Du? Ich nehm's ja nicht mehr so wahr, ich krieg's ja gar nicht mehr so wahr. Ja, weil du da mittendrin steckst, ne? Ja, aber wenn du überlegst, dass hier alles selbst gemacht wird. Also er hat jetzt auch, dem war es jetzt auch, ja, er hätte gerne noch aufgeräumt und so, aber das ist der Alltagsarbeitsplatz, ne? Ja. Und daher ist, finde ich, alles in Ordnung. Aber die Karosse da, ne? Das, was da in Zukunft jetzt kommt, ist... Das wird auch, ja, das wird... Also man kann ja fast sagen, du baust in Zukunft neue Fahrzeuge. Ja, das wird alles wirklich von Rohkarosse wirklich... Absolut, blanke also Rohkarosse. Richtig. Viele denken jetzt ja so, ja, da tut sich ein Trockeneis strahlen und so. Nein, nee, es wird wirklich. Diese Teile oder Elemente, wo dann zusammengesetzt werden, sind alle neu. Also das ganze Auto ist eigentlich ein Neuwagen. Ja, so ungefähr. Bitte. Und sogar, man muss sagen, bei bestimmten Modellen sogar auch besser wie damals. Ja gut, wie das jetzt auch gemacht wird mit den älteren Fahrzeugen, so eine Pagode oder so 108er, 110er, so machen wir es in Zukunft mit den 90er Jahre Autos. Ja. Wirklich blanke Rohkarosse und dann neu auf. Also ihr habt Bilder gesehen und glaubt mir. Ja. Aber wird ja auch irgendwann ein Video dazu bringen. Ich denke, das ist ja, die Zeit ist ja so. Die Autos rutschen jetzt ja nach. Ja. Für die älteren Autos sind es immer, also so hat sich das ja verändert. Ich vermute mal, dass die Kunden und das Ganze für die Älteren auch ein bisschen älter geworden sind und auch nicht mehr so viel die Nachfrage da ist und die neue Generation. Machen wir uns nicht vor, so eine Pagode ist schön, aber zum Fahren ist, sag ich mal, ein 90er Jahre Auto. Wie das, was auf der Bühne steht. Ist wahrscheinlich viel interessanter und schöner. Zu fünf, ne? Zu fünf. So, das kommt auch noch hinzu. Falls du gemerkt hast, es war ja auch zeitlang diese ganzen Kriegszeiten-Autos, diese ganzen richtigen Oldtimer. Ja, oder Vorkriegsfahrzeuge. Das waren ja alle mal wow, aber die will doch heute keine mehr. Also. Keine mehr. Moment. Stimmt, gibt es Kundschaft dafür. Aber ja, aber die Generation von uns hat damit nichts mehr am Hut. Nee. Wir stehen dann auf sowas von unserer Jugend und fertig, was wir kennen, ne? Und fertig. Ja, so wie wir jetzt in dem Alter kommen, dass das für uns wie Dings ist, und dann kommen die nach. Ich meine, schau mal 190er. Was ist in den letzten Jahren mit 190er passiert? Das Ding ist so durch die Decke gegangen. Hätte man nicht gedacht. Ein 190er, ne? Wir reden von einem normalen 190er. Aber selbst der 124 ist mittlerweile. Mittlerweile ist es so, dass ein 20-Jähriger kauft sich ein aktuelles Auto und hat noch einen 190er dabei stehen. Und den aktuellen fährt er im Winter und der 190er steht in der Garage, weil er sagt, er will den 190er nicht im Winter fahren. Aber das ist ja nicht nur bei Mercedes, sondern das ist ja auch bei BMW oder sonstiges. Das ist das Gleiche, Krass. Auf jeden Fall wird auch sehr, sehr viel mit Motoren passieren in Zukunft, ne?
Jo. Wenn ihr jetzt an meine Stelle wärt und ihr läuft da durch, dann wüsstet ihr genau, um was es geht. Aber das seht ihr ja so wahrscheinlich nicht. Aber es werden ja nach und nach auf jeden Fall Videos kommen, wo du diese Einzelheiten nochmal erzählst. Ist auch wieder in der Farbe hier. Ah, jetzt sieht man die Farbe besser. Und du sagst, die Farbe hättest du jetzt eher nicht genommen, oder? Doch, also ich finde es jetzt nicht hässlich oder so. Um Gottes Willen, ich finde es passend jetzt, wenn du auch noch die Bremse und so machst. Ob ich sie jetzt so genommen hätte, weiß ich nicht. Ich habe gedacht, aber zum Silber und mit schwarzen Akzenten. Zum Silber passt es gut. Ja. Also hätte auch Rot und alles nicht gepasst. Nee. Rot ist aber auch, haben schon zu viele. Ist mir ja, zu ist Audi-lastig. Ja. So, dass irgendwann so das Rot ist. Aber gute Idee, nehmen. Gute Idee, das mit dem... Ja, Petronas ist ja aktuell momentan. Stimmt. Muss ich mal mit der Zeit gehen. Ja, du bist schon. Also es geht langsam mit 2-3 Mann Betrieb seid ihr jetzt mittlerweile. Ja. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, mit 3 Mann geht er in eine Serienfertigung. Kann man ja fast so sagen. Ja, also Serienfertigung exklusiv Neubau von einem Fahrzeug. Jetzt pass auf. Package ist gekommen. Wir reden hier, guck mal, also das ist schon ein großer Box, da passt der Raphael bestimmt 5-mal rein oder 6-mal. Ich wusste auch zuerst nicht, was im Karton drin ist, wo ich ihn gesehen habe. Ich denke, oh. Ja, das sind halt alles Abgasanlagen. Und alle für eine Art vom Auto, ne? Alle für ein Auto, ja. Also komplett, aber mit Abkrümmer, mit Sportplatz, mit alles. Stimmt, ja. Jo. Also da reden wir von einer großen Fertigung auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann, was für Karossen da in Zukunft kommen. 90er Jahre, also alles, was 90, 91. Alles, was 90 ist. Ja. Also alle Autos, meint er, aus 90er. Aber du hast dich auch schon mittlerweile, habe ich ja gestern auch schon mitgekriegt, schon dazu entwickelt, immer so das i-Tüpfelchen noch, ne? So dieses, was du früher nicht gemacht hättest. Vor drei Jahren hättest du in deinem 500er nicht das gemacht, was du da machst. Mit ihnen. Ja, nee, hätte ich nicht, weil das ist ja... Ja, man wächst mit rein, keine Ahnung. Man sagt immer so, du weißt ja, man schiebt dir alles weg und sagt, komm, das... Keine Lust, ist zu kompliziert und will man nicht, weil man sich nicht damit auch noch auseinandersetzen will. Aber bis vor ein paar Tagen wusste ich nicht, was eine Kuhhaut ist. Sagte, wie viel Leder brauchen, wie viel Quadratmeter? Er sagte, eine halbe Haut. Ich sagte, was für eine halbe Haut? Ach so, meinst du? Sagte, was ist eine halbe Haut? Sagte, ja, eine Kuhhaut ist so und eine halbe Haut ist so und das. Dann muss ich alles lernen. Und dann Abstandsgewirke, kaschiert, hier, da. Junge. Und deswegen habe ich damit nichts zu tun gehabt. Aber dann musste ich mich jetzt damit auch auseinandersetzen. Also ich sehe Sterngarage jetzt in 2 Jahren Konkurrent zu bestimmten Firmen hier in der Nähe. Ja, nicht von der Masse, aber von der Exklusivität. Und wenn du das Auto anguckst, diese Autos wird es nicht 2-mal auf der Welt geben. Nee, das nicht, aber das ist... Also das ich übertreibe, eigentlich sind wir ja immer im Streit, ne? So immer im Rumkämpfen. Und ich muss auch sagen, gestern Abend hat er mir auch einen sehr, sehr guten Tipp gegeben. Ich habe ja diesen Unfaller gekauft. Ja. Habt ihr, glaube ich, in einem Wochenalltag-Video gesehen. Eigentlich sehr sinnvoll, was du gesagt hast, weil das ist die gleiche Baureihe. Hm. Wo dieser Motor von diesem Schlachter, von dem Unfaller reinkommen soll. Ja, wo ich denke, dass es Spaß machen wird. Und ich finde das Auto auch gut. Und auch optisch. Vom Klang, vom allen, mit in so einem Auto kommt das dann richtig. Er hat es jetzt nochmal richtig übertrieben, indem er sagt, da muss ich aber noch das machen. Ne? Da kennst du mich doch. Ja, wo ich sage, ich habe dann nur noch so Kabelbäume im Kopf, sage nein, so wenig wie möglich. Ich hätte gerne noch ein Armaturenbrett gezeigt. Also hier sieht man das Armaturenbrett. Aber ganz ehrlich, Rafa, ich habe es nicht besser gesehen bisher. Natürlich gibt es immer Steigerungen. Ne? Aber das weißt, ich bin Tiefstapler. Kann man immer... Nicht Hochstapler. Aber wenn man das hier so anguckt, ne, mit dem Alcantara-Himmel. Also zum Beispiel, was mich extrem begeistert, jetzt hast du ja die Sonnenblende und du kennst das ja mit dem Klappen, mit dem Schminkspiegel. Ja. Das ist ja wirklich brutal billig, ne? Genau. Und wenn du eine schwarze hast, hast du ja noch Glück. Ja. Aber oft hast du graue, blaue. Ach so, ja. Ja. Was machst du? Lackierst du. Und dann hast du einen Glanz drin, ist nicht mehr schön matt. Jetzt schau dir das an. Also ich finde, das sind nochmal Welten jetzt mit der Klappe. Brutal. Erstmal haptisch, wie sich das aussieht. Ja, nee. Und dann sagst du, okay. Das ist Welten zu dem
Aber also, das musste ich auch lernen, ehrlich gesagt. Also vorher habe ich gesagt, ach so ein Scheiß, brauchst du nicht, was willst du damit, das ist doch Hauptsache. Viele sagen ja zu mir immer, wenn sie mich besuchen, Mutti, du lebst mein Traum, sagen die zu mir. Mhm. Und ich muss es sagen, du lebst mein Traum. Und das ist ja passiert ja auch mit den Sattlereiarbeiten, auch hier im Haus. Also mittlerweile hast du jemanden, der das auch hier macht. Ja, ja, der macht das. Er guckt natürlich immer auf die Finger und sagt, hey, das will ich so. Ja, wir lernen beide voneinander. Ja. Also er erklärt mir, was machbar ist, was nicht, was ich... Also ich hätte hättest. Nicht gedacht, dass es mir geht, aber er hat es dann auch probiert und dann ging es. Und das sieht ja aus, als ob es wirklich... Es ist krank, wie edel das hier wirkt. Man würde heute denken, das ist von einem 2022 S-Klasse oder sowas, ne? Ja, das macht es komplett normal. Das ist die Mittelkonsole. Die ist auch richtig brutal. Aber ich bin überrascht, was wirklich so Material, was Leder kostet und alles. Früher hast du nur beim Sattel abgegeben, hat gesagt, mach. Und wenn er dir einen Preis genannt hat, hast du gesagt, boah, ist zu teuer. Ja, und dann bestellst du mal, wartest und dann kommt der Farbton. Und dann guckst du, nein, scheiße, dann ist nicht. Okay. Das meint man gar nicht, was das alles mit sich bringt immer. Jetzt verstehst du die Sattler. Ja, ich verstehe alle. Ich verstehe alle, die sich versucht haben, selbstständig oder selbstständig machen wollen. Das gefällt mir selbst. Oh, gut, ja. Das muss ich sagen. Ja. Ha? Auch ein Petronas grüner Leuchten. Moment, für welches Auto das jetzt ist, wissen auch alle nochmal. Ja. Geil. Man hat doch was, ne? Mega. Ja, die Farbe gefällt mir immer mehr jetzt. Ja, jetzt langsam kommst du. Ja, immer, umso länger ich da drauf gucke, auch die Nähte und so, kommt schon gut. Und dann die Riesenbremse da drauf. Hast du da? Ne, das ist beim Lackierer. Ah, okay. Was wieder ganz, ganz frisch ist beim Raphael, ne? Ich bin nicht frisch. Wir haben noch früher morgen. Jetzt pass auf, ich zeige euch jetzt mal was. Seht ihr die Kotflügel hier? Das sind nichts Normalo. Ja, geh hin, fass mal an. Fühl mal. Geh mal fühlen. Du fühlst es hier unten. Fühlt sich zuerst mal so an wie so Pappe oder sowas, ne? Ja. Aber ist Carbon. Komplett. Aber aus einer Matte richtig schön. Also wirklich richtig nicht gestückelt, sondern aus einer Matte hat er das komplett gemacht. Also du könntest theoretisch das auch nur Klarlack drauf und als Carbon-Kotflügel. Ja, du siehst ja hier haben wir noch Sichtcarbon. Ja. Die ganze Stoßstange. Die Stoßstange ist nämlich auch aus Carbon. Nur da haben wir natürlich eine Menge Luft für Kühler gebraucht. Ja, deswegen hast du es auch umgebaut, weil... Hier kommen noch Trichter rein, große, zwei Stück, und dann werden die Ölkühler komplett... Wie viele Kühler sind da dran jetzt? Quasi eine Menge. Wir haben Servokühler, Wasserkühler, Klimakühler, Ölkühler, zwei Stück. Also ist richtig Kühlerorgie. Ein Kühlhaus. Ja. Ein Kühlhaus ist es mittlerweile geworden. Hier ist dann auch das Intrak-Fahrwerk drin. Und hier bekommt dann auch elektrische Verstellung noch aus dem Innenraum. Härteverstellung? Ja. Hier kannst du ja jetzt die Härte-Druckstufe. Ja. Und aus dem Innenraum kannst du noch mal zehnfach die Zugstufe dann einstellen. Du machst ja mittlerweile viel mit Intrax, ne? Ja, es ist halt... Oberklasse. Ja, vor allen Dingen, es gibt ja so anspruchsvolle Fahrwerk, gibt es ja eigentlich nicht für die ganzen Autos. Ja. Und wenn du jetzt wirklich, klar, kriegst du jetzt von ein paar Herstellern gute Fahrwerke, aber wenn du richtig schnell fahren willst, habe ich schon... Ja, macht viel aus. Wenn ich das schon alleine hier sehe, ne? Und ich zeig's euch nochmal. Hier, komplett. Das ist an jedem Dämpfer so ein Ding dran. Ja, hinten, alle vier. Und dann hast du noch Kabel im Innenraum. Dann hast du auch, ich habe unterschiedliche Federn dabei bekommen, zum wirklich gucken, wegen Gewicht und die ganze Höhe und alles. Weil das hat beim ersten Mal, klappt das nicht. Das ist ja das Problem. Du lässt dir ein Fahrwerk jetzt anfertigen, du bringst dein Auto dahin, hast so ein gewisses Gewicht, alles so ein bisschen. Ja, ja. So, aber jetzt fängst du an, baust einen Motor und sonst was. Ja. Passt alles vorne und hinten nicht mehr. Ja. Und ist ja komplett abgestimmt dann auf das Auto. Ja, du hast wirklich gemerkt, wenn die Feder zu weich ist oder zu schwach vom Ding, das hat sich hohe Geschwindigkeiten voll scheiße gefahren. Mhm. Dann haben wir getauscht, ein paar Federn hin und her, und dann hast du auf einmal gemerkt, hast gedacht, der Motor selbst im 500D, den handgeschalten, hat sich viel leichter angefühlt, wenn die Feder richtig gepasst hat zum Auto. Vom Fahren her. Ich habe wirklich gedacht, der Motor ist auf einmal, weil er nicht gleich immer so schwerlastig ist. Sicherer fühlt sich da auch, ne? Komplett anderes Auto. Wie so ein modernes, so irgendwo satt, und wenn du Bodenwellen hattest, die wurden so weggeschluckt, aber auch nicht ganz wie so ein modernes Auto. Also,
Hier wird in Entwicklung wird da schon viel gearbeitet. Wobei wir jetzt ganz ehrlich sagen müssen, es ist nicht billig. Nein, das sind alles Sachen im Preissegment. Ja. Nicht normal. Selbst auch nicht mehr. Die hast du auch gemacht so? Die muss ich noch im Shop reinpacken. Die hast du auch im Shop jetzt? Ja, muss ich noch Fotos machen, reinsetzen, weil die sind echt gut. Die sind auch funktional gedacht. Also ja, wegen Luft, ne? Für die ganzen 500Es, die saugen ja hier die Luft an und dann bekommen die wirklich Fahrtwind und wie so eine Art vorverdichtete Luft durch die Höchstgeschwindigkeit. Ja. Inklusive Scheibenwischer. Und hier gibt's mit und ohne. Nein, du weißt doch, was Wischergummis kosten. Die sind teurer wie die Blenden. Dann wollte ich jetzt doch mal so grob wissen, ist was passiert in der Mercedes-Szene, was Preise betrifft von Teilen. Mittlerweile gibt es ja für 140er auch nichts mehr. Ja, Teile, ja. Schwierig? Ja, eine Sache, gut, dass du das ansprichst, weil das sollte ich erwähnen. Aha. Also bitte ruft mich nicht an und fragt nach Ersatzteilen. Ich habe keine. Also ich bin kein Mercedes-Händler oder sonst was. Ich habe auch hier nicht Regale voll mit Teile, wo ich jetzt auch verkaufe oder sonst was. Weil die Menschen wirklich... Die fahren zu Mercedes, die wollen für einen ML einen Wischerarm, was abgebrochen ist. Mercedes kann nicht liefern, Shopplatz hat keinen, die rufen mich an und fragen, ob ich einen Wischerarm habe. Dann sage ich, auch wenn ich einen hätte, ich würde den doch nicht verkaufen. Wenn doch Mercedes keinen hat und ich weiß, es gibt keinen, den brauche ich ziemlich sicher früher oder später selber. Früher oder später selber, okay. So, also Ersatzteile habe ich nicht. Okay. Und ich dürfte auch keine Ersatzteile von Mercedes aus weiterverkaufen. Also, weiß nicht warum. Die Leute haben echt das Gefühl, ich habe ein Lager voll Teile. Die denkt man halt, ne? Wenn man so hier durchläuft, dann denkt man, okay, der hat da alles liegen, ne? Ja, ja. Aber auch wenn er was liegen hat, dann ist es so, dass das für irgendwas selber braucht. Ja, aber wenn du am Arbeiten bist, das Telefon geht, du gehst dann ran und dann sagst du habe ich nicht und dann fragen sie trotzdem, ja, wer könnte noch und wo könnte ich noch und dann sagst du, hör mal, ich kann dir nicht helfen, ich weiß es nicht. Bei mir rufen manchmal oder rufen auf dem Festnetz an, ich soll bitte zurückrufen, ist dringend, dann rufe ich auch zurück. Dann fragen die mich, ja, 113 Kompressor, ich habe Zündaussetzer, was kann es sein? Ja. Dann habe ich gesagt, ich kann deinen Reifen angucken, kann dir sagen, ob der Reifen noch gut ist. Aber was soll ich? Kann 10.000 Sachen sein. Am liebsten sage ich dann immer, ruf Raphael an. Nein, aber ich weiß, was du meinst. Es ist wirklich nicht böse gemeint, aber... Ja, verständlich. Ich frage dann auch, wie kommst du eigentlich drauf, dass ich das jetzt habe? Ja, hätte sein können. Ja, hätte. Fahrradkette. Bei mir haben sie auch schon gefragt, aber bei mir haben sie deswegen gefragt, weil ich schon so ein Auto vielleicht mal geschlachtet habe. Weißt du, und ob ich dann zufällig noch die Sachen da habe, aber ist ja meistens bei mir auch nicht so, dass ich alles noch, oder ich verkaufe eigentlich nichts. Wenn, dann tue ich es in eBay. Ich mache es im Gegenteil, wenn ich sehe, es gibt nur noch 5 Teile, kaufe ich alle 5. Stimmt. Weil ich weiß, ich brauche sie ziemlich sicher und so machen das ja viele. Aber dann gebe ich sie ja nicht her. Ja, klar, okay. Das haben jetzt alle verstanden. Ja, es war jetzt vor 2 Tagen Diskussion am Telefon, deswegen. Ja, aber kommen wieder so Ersatzteile oder so Kits oder sowas in Shop bei dir? Wahrscheinlich schon. Ich muss schauen, weil natürlich braucht es einen gewissen Support bei solchen Sachen. Ja, also. Das kann ich auch nicht. Also kann man sich das auch ersparen, ob du das, jenes anbietest, wenn es im Shop ist? Ja, wenn nicht im Shop ist. Dann sonst nicht. Ich schaffe das zeitlich alles nicht. Wir sehen uns. Also ich laufe ja auch gerade hier rum und sehe immer wieder so ein paar Teile, wo ich sage, okay, wo kriegst du sowas noch heute her? Ne? So grad, ob das Scheinwerfer. Ja, oder. Ne? Das sind so Sachen, wo heute wirklich doof wird. Das ist richtig doof. Das geht doch alles noch über den Preis. Immer. Wir haben jetzt auch gerade davon gehabt, wie über Scheinwerfer da drin geredet. Was macht ein Auto frischer? Hast du recht? Haben wir gesagt, die Windschutzscheibe? Ja. Und Scheinwerfer. Ja. Und dann so ein bisschen die Wischerabdeckung alles noch und so. Dann ist eigentlich ein neues Auto, ne? Ja, also das ist die halbe Miete. Aber habe ich den Scheinwerfer gerade gezeigt? Nee. Ja. Also ganz ehrlich, wenn man den Scheinwerfer, ich bin ja hier reingelaufen, habe den Scheinwerfer gesehen, ich so, wo hast du denn her? Ich habe Buschtrommeln angemacht und habe gesagt, ich brauche Scheinwerfer. Bis sich dann einer gemeldet hat. Aber das ist ja anders, wenn alles neu ist. Vor allem so Scheinwerfer blinken, wenn alles neu ist, ne? Das ist komplett was anderes. Da kannst du machen, was du willst. Das Schlimme ist, weißt du, was Schlimme ist? Wenn jetzt. Du einen nagelneuen Scheinwerfer findest oder einen nagelneuen Rückleuchte. Das ist so wie keine. Weil du weißt, du findest die zweite nie davon. Ja, und nur einen kannst du auch nicht verbauen, ne? Und dann hast du dann so einen 140er Coupé Xenon Scheinwerfer, einen nagelneu, aber nur eine Seite. Und dann weißt du eigentlich, okay, das... So viel Glück wirst du nicht haben, dass du einen anderen siehst.
Das ist, dauert dann 2 Jahre, du findest keinen, dann gibst du ihn ab und dann findest du den zweiten. Ja, ja. Da, dann ist meistens so, dass du immer nur zwei findest, ne? Ja. Nicht einen. Und keine gibt einen ab. Ja, deswegen, das ist immer schwierig. So, Rafa, war wieder schön bei dir. Hat mich gefreut, dass du mal wieder da warst. Ja. Wir sehen uns bestimmt wieder. Ja. Ich komme ja immer wieder. Ja, ich muss bald auch Richtung Stuttgart kommen. Vorbei. Ja. Warum? Ich habe noch ein paar Karosseriearbeiten da machen lassen, überall. Weißt du, wie das läuft? Ja. Ich muss nur eins sagen noch. Ich bin stolz auf dich. Nein, jetzt wirklich. Als wir schießen eigentlich immer gegeneinander, aber wenn du siehst, was da so passiert hier, die letzten Jahre jetzt, allein diese Entwicklungen, was du gemacht hast. Ne? Ja, bin echt. Wenn du das erste Auto anguckst oder wie es angefangen hat und ja, jetzt ist schon. Der Silberne Kompressor. Jo. Ja. Da bin ich echt stolz auf dich und freue mich auch für dich, dass das so funktioniert. Danke, dass das auch so ehrlich funktioniert. Ist ja aber so, ist ja so. Es ist beneidenswert, aber ja, ich freue mich für dich. Also du weißt ja, es gibt ja zu allen auch die Schattenseiten. Also ja, gut. Du weißt, dass es nicht mal eben gemacht ist und dass du auch schlaflose Nächte hast. Und das weiß ich, das weiß ich. Problem stehst, wo du sagst, Alter, was, wie soll das gehen noch? Und das aber auch nur, wenn du was hingeschraubt hast. Das ist am nächsten Teil wieder, genau, ne? Genau. Ja. Ich kann es so halber nachvollziehen. Du weißt. Aber viele Projekte, viel Kopfgefickt. Aber seid auf was gefasst, es kommen schöne Sachen. Definitiv. Ciao, ciao. Ciao. Zu dem Thema, Raphael, würde ich gerne noch ein, zwei Sachen loswerden. Er entwickelt sich zu einer Manufaktur auf einem ganz, 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 ganz High Level, wo heute oder in Zukunft jeder auch feiern wird, das weiß ich. 95% der Mechaniker könnten diesen Umbau so nicht gestalten, wie er die macht, weil er sich einfach mit dieser Materie auskennt, weil er so pingelig ist, was für die Kunden gut ist. Weil er einfach sagt, er will das genau so und alles in einem Ton und so weiter. Aus diesem Grund, also ich beneide es, wie gesagt, das habe ich schon mal gesagt, ich finde es aber mega, ich gönn's ihm 120%. Wäre auch so ein Traum für mich, ich kann das aber nicht, ich muss hier gucken, wie ich natürlich Brot verdienen und ich habe auch dieses Wissen natürlich nicht, was der Raphael Thema Mercedes hat. Gut, ich hätte es gerne vielleicht ein Thema BMW oder sowas gemacht, wobei Mercedes ist schon eine Klasse, gerade vor allem die alten Autos. Ne? Das ist eine Klasse für sich, die bleibt ganz oben von allen Marken, in meinen Augen, was alte Autos betrifft, weil die haben halt damals die Schiffe gebaut, also so richtige Autos. Ne? Und deswegen glaube ich, dass er da eine Punktlandung machen wird. Ich bin gespannt, wo er in 2 Jahren sein wird. Ich denke, auf einem Level, wo wir uns gar nicht alle vorstellen können. Hoffe ich. Ich gönne es ihm auch von ganzem Herzen. Er hat Bock, er hat Lust, es ist sein 100% Hobby, was er da umsetzen kann. Beste, was er machen kann. So, jetzt aber tschüss.